Wissen Sie, Hildegard, dass wir uns jetzt heute schon ein Jahr kennen? Ja. Und dass wir schon zum zweiten Mal zusammen essen? Ich weiß. Hildegard, ich möchte Ihnen heute etwas sagen. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich mehr als bloß Sympathie zu Ihnen empfinde. Ich mehr als Freundschaft. Ich, nein, sagen Sie jetzt noch nichts. Hildegard, es gibt Augenblicke, wo die Sprache versagt, wo ein Blick mehr bedeutet als viele tausend Worte. Aber vielleicht empfinden Sie das Gleiche wie ich, Hildegard. Sie haben da was an. Gut. Nein, auf der anderen Seite. Ist es weg? Ja. Hildegard? Ja? Ich wollte schon lange so zu Ihnen sprechen. Ich habe nur den richtigen Augenblick abgewartet. Jetzt ist er da. Hildegard, warum sagen Sie denn nichts? Geben Sie mir Ihre Hand. Wir sollten verreisen. Nur Sie und ich. Irgendwohin. Und da möchte ich Sie anschauen. Die ganze Zeit. Stundenlang. Tagelang. Darf ich abräumen? Ja, bitte. Möchten Sie noch einen Nachtisch? Einen Espresso, bitte. Ein Espresso, bitte. Ein Espresso. Und die Dame? Nein, danke. Sie sollen jetzt noch gar nichts sagen, Hildegard. Aber Sie fühlen es doch auch, dieses Gewisse. Ja? Es ist vielleicht noch sehr zart, aber es kann größer werden. Es kann wachsen. Oft bedarf es auch nur einer Kleinigkeit und die Welt sieht ganz anders aus. Mein Gott, Hildegard, warum sagen Sie denn nichts? Haben Sie Vertrauen zu mir. Das Leben ist so kurz, Hildegard. Die Jahre gehen vorbei und Glück haben wir doch nur zu zweit. Sie haben da... Gewiss, ich habe auch meine Fehler. Aber ich bin zuverlässig. Ich mache keine halben Sachen. Menschlich sowie beruflich. Warum übernehme ich denn in 2 Wochen die Verkaufsabteilung? Weil ich eine saubere Weste habe, weil ich politisch in Ordnung bin, weil ich alle Tricks kenne, weil mir keiner so schnell was vormacht. Hildegard? Ja. Nein, sagen Sie jetzt noch nichts. Ich liebe Sie. Habe ich Sie jetzt verletzt? Nein. Ja, warum sagen Sie denn nichts? Sagen Sie, dass Ihnen meine Nasenspitze nicht passt, aber bitte sagen Sie doch etwas. Ein Espresso. Danke. Bedienung. Der Herr. An der Tasse hat es Lippenstift. Oh. Das können Sie Ihren Gästen im Restaurant Kreuz anbieten, aber bei mir kommen Sie damit nicht durch. Das kann doch mal vorkommen. Das kann vorkommen, Hildegard, aber es darf nicht vorkommen. Bitte sehr. Jetzt sehen Sie sich das mal an.